Guten Morgen und einen grandiosen Start in die neue Handelswoche mit den natürlich neuen Nachrichten um den G20-Gipfel. Entspannung im Handelsstreit mit China lässt den DAX explodieren. Ein mega Wochenstart haben wir lange nicht mehr gehabt. Was haben wir noch? Euro, britisches Pfund. Wir schauen in Australdollar, US-Dollar und der Silberpreis steht an einer interessanten Stelle, an der es entweder weiteren Verkaufsdruck gibt oder aber der Markt sich wieder fängt. Das schauen wir uns gleich alles live in den Chats bzw. Charts auch an. Beim Thema Chats auf alle Fälle natürlich hier danke für die guten Morgengrüße und natürlich auch die Einladung an dieser Stelle. Bitte Fragen direkt rein in die Chats, da kann ich direkt hier im Webinar auch damit umgehen und die Fragen beantworten. Bevor wir hier ins Webinar hineinstarten, bitte wieder den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir gleich weiter in die Tagesnachrichten. Ganz so dick ist es heute nicht, aber trotzdem, es gibt wichtige Nachrichten. Aus China haben wir schon was bekommen, den HSBC Einkaufsmanager-Index, etwas schwächer als erwartet, aber heute Morgen wird einfach nur das positive Bild an den Märkten gespielt, zumindest bei den großen Indizes. Auf was warten wir heute noch? Mit den wichtigsten Relevanzen hier auf alle Fälle, wir sehen es, es gibt den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe und zur gleichen Zeit um 9:55 Uhr die Veränderung der Arbeitslosigkeit und am Nachmittag dann um 16 Uhr den ISM Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Das also hier, Sie sehen es, die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Handelstag bei den eigenen Währungspaaren. Bitte immer auch so ein bisschen schauen, was an Nachrichten kommt. Sie wissen es, Zentralbanken können hohe Ausschläge bei den entsprechenden Währungen auch verursachen. Deswegen das bitte immer in die Planung auch mit einnehmen. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt von den Nachrichtenplanung mal hinein in die entsprechenden Charts. Sie sehen es, wir starten heute an dieser Stelle mit Silber. Silber hier, wie das Gold, auch sehr, sehr stark nach oben gelaufen. Dann auch in die normale korrektive Phase auch reingegangen. Und damit dann natürlich jetzt hier die Verortung nahe am entsprechenden Unterstützungsniveau hier im Trendbildungslevel. Ich zoome das mal kurz noch etwas weiter rein, damit wir die Zahlen hier besser lesen können. Also hier, wir sehen es, das hier drüben um die Marke von knapp 15,15 $. Da haben wir einen Support, da hat es die letzten Tage immer mal reingepiekst. Und nun stehen wir halt hier. Die guten Nachrichten von den Märkten mit dem Thema China bringt jetzt hier auch den Silberpreis natürlich etwas unter Druck. Die Korrelation zu Gold ist natürlich da und dann auch noch die Korrelation der Edelmetalle zu den entsprechenden Indizes. Wir wissen es ja, dass diese Edelmetalle häufig ein gesuchter Markt sind, wenn es an den Märkten etwas turbulent zugeht. Jetzt geht die Turbulenz ein bisschen raus, das merkt man dann natürlich hier an dieser Stelle. Das heißt hier, aktuell schaut es so aus, dass der Markt nach unten laufen möchte. Das sehen wir auch, nach oben hin ist momentan kein Handlungsinteresse da, aber wenn wir hier rumdrehen aus der Korrektur, es kann ja sein, dass der Markt hier im Laufe des Tages im Support trotzdem wieder rumdreht, haben wir nach oben hin auf alle Fälle erstmal wieder hier oben dieses Band liegen. Wir sehen es hier oben, gab es einiges an Drehpunkten um die 15,35 $. Und damit gucken wir uns das Ganze mal noch an, was nach unten an Potenzial noch mit da ist hier aus diesem letzten Schub, der hier über die drei Handelstage so ziemlich stark nach oben geht. Da sehen wir ja schon, da gibt es ein paar Tiefpunkte und das Ganze schauen wir uns für die kurzfristige Planung auch nochmal in der kleineren Zeiteinheit an. Das heißt, hier betrachten wir das Ganze mal im Stundenchart. Ich zoome das mal kurz etwas weiter zusammen, dass wir etwas mehr sehen können, etwas mehr Historie hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal hiermit auseinandersetzen, das ist ja der Bewegungstrend gewesen, also die grüne Linie ist die letzte Bewegung im Tageschart, im Aufwärtstrend des Tagescharts. Was wir jetzt hier sehen, ist dann quasi gewissermaßen die Entstehung eines untergeordneten Abwärtstrends. Also hier, wir haben ja hier, kleinen Augenblick, ich zeichne es mal runter, wir haben jetzt hier die Trend, ja, will ich sagen, Entstehung gehabt, wenn wir hier tatsächlich drunter laufen. Aktuell leben wir ja noch im Support, aber wenn es hier drunter geht, dann haben wir halt untergeordnet einen Abwärtstrend laufen und dieser sucht sich dann natürlich auch Ziele und das sind dann natürlich Anlaufmarker auf der unteren Seite. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann schauen wir einfach mal, wo hier der nächste Punkt ist mit Relevanz. Und das sehen wir hier unten, diese Marke, da hat der Markt doch das ein oder andere Mal schon gedreht. Das heißt, das ist schon ein wichtiger, relevanter Punkt hier, der Preisbereich knapp über den Daumen um die Marke von, naja, 14,75 in etwa bis 14,80, da haben wir dieses Band hier unten liegen. Das braucht oder könnte auch Beachtung bekommen. Hier ist noch ein kleiner Anlaufpunkt hier von diesem untergeordneten Trend. Da kann natürlich auch immer das ein oder andere an Umkehr kommen. Oder aber an Druck, das heißt, das sind Punkte mit entsprechender Marktbeachtung und die sollte man dann doch im Kopf behalten, um den Trade nach unten hin zu planen. Im Sinne des laufenden Aufwärtstrends ganz klar hier unten um die 14, knapp 65, da ist das Korrekturtief, also das Trendtief aktuell im Silber. Wenn es da drunter läuft, ist dieser Aufwärtstrend erst einmal passé, erst einmal Geschichte. Da müssen wir uns dann umorientieren. Da stehen wir allerdings aktuell noch nicht. Das heißt, für den kurzfristigen Bereich brauchen wir die Marken, wie wir es hier auch gerade haben. Das heißt, ein Weiterlauf kann sich hier durchaus deutlich noch nach unten ziehen. Wie schon gesagt, diese kleine Marke hier zwischendrin, das hatten wir gerade in der Stunde gesehen, das ist ein Punkt, der könnte unter Umständen Relevanz haben. Deutlich mehr Orders sind halt hier unten in diesem Bereich geflossen, deswegen hier die höhere Relevanz an dieser Stelle. Aber der Weg ist halt offen, man sieht es ziemlich weit, wenn es wirklich hier drunter bricht, haben wir schön den Aufwärtstrend in der Stunde nach unten hinlaufen und das gibt uns dann das Potenzial, etwas von der regressiven Phase auch uns abzuschneiden und das Ganze nach unten hin mit zu traden. Und wie schon gesagt, Umkehrsignale sind hier jederzeit auch möglich, weil wir gegen den laufenden Trend traden und wenn die dann kommen, dann kann man natürlich auch wieder jede Menge Potenzial zur Oberseite hin. Gehen wir rüber zu den Währungen. Holger, Gold hatte ich schon? Nö, Gold hatte ich nicht. Gold kann ich gleich machen. Wenn ich die Handelsideen durch habe, machen wir Gold und DAX schauen wir uns dann auf alle Fälle noch an. Gehen wir mal zu den Währungen und zwar starten wir mal hier mit Euro, britischem Pfund. Das Ganze wie immer auch im Tageschart rübergezogen und damit haben wir es laufen und wir sehen, was sich schon angekündigt hat. Diejenigen von Ihnen, die schon den Blog-Eintrag gelesen haben, ich ziehe das mal ganz kurz hier noch rüber, mach's mal sauber, die wissen schon, was ich hier auf der Uhr mit habe. Wir haben es gesehen, am Freitag gab es hier ein Umkehrsignal. Hier sehen wir, das ist das Umkehrsignal am Trend hoch hier oben, das war gewesen bei im Hoch bei 0,89, 3,97, also dort war das Tageshoch, dann kam dann direkte Schwäche rein und das ist doch ein Signal, dass wir hier in die regressive Phase reingehen, das heißt, dass die Korrektur beginnt und jetzt ist das Ganze auch schon bestätigt worden, ja, wir sehen es, der Markt bekommt doch etwas Druck von oben nach unten hin. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ganz klar, im Sinne der Korrektur des laufenden Abwärtstrends ist erstmal auf alle Fälle Potenzial da bis hier runter, 0,88, 725, da sollte es nicht runter gehen, sonst ist dieser Aufwärtstrend in Gefahr und dann geht es dann doch deutlich weiter runter im kurzfristigen Bereich. An dieser Stelle halt das hier erst einmal das letzte Level, wo wir mit einem Drehen des Marktes im Sinne des Aufwärtstrends rechnen können. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen noch nach unten an. Wir haben hier noch eine Marke liegen von 0,89, 1,53. Das ist das Tief hier. Das ist eine der Zwischenstationen auf dem Weg nach unten hin. Und wo ist die her? Ganz klar, die ist auch nach diesem untergeordneten Trendverlauf her identifiziert worden. Das schauen wir uns auch mal an. Wir sehen also, die Korrektur ist im vollen Gange. Dieser Bewegungstrend ist rausgenommen worden. Wir hatten ja, ich hoffe, das ist gut ersichtlich, wir hatten hier oben das letzte Korrekturtief, bevor nochmal der Markt hier das High geschrieben hat im laufenden Aufwärtstrend. Und das ist dann gebrochen worden. Und jetzt trendet der Markt hier schön nach unten. Und wir sehen es hier an dieser Stelle, auch dieser Korrekturbereich hier hat ja gar nicht gehalten. Also das nächste Level, was wir in etwa haben, ist hier unten diese Marke von 0,89, 1,53, das ist dieser Bereich hier, und der hatte halt in der Historie auch schon einige Relevanzen. Hier drüben hat es gehalten, hier unten war es ein Widerstand, also hier auch Widerstand, hier auch Widerstand, dann haben wir hier den Widerstand nach oben durchbrochen, dann wurde dieser Bereich zur Unterstützung, hier hat es gehalten, hier hat es gehalten. Also wir sehen es, es ist eine Marke mit Relevanz. Und die kann natürlich hier auch immer wieder dazu dienen, dass wir Umkehrsignale im Sinne des laufenden Aufwärtstrends traden. Also hier ist wieder ein Markt, wo wir Punkte haben, die gute Marktbeachtung finden, wo ordentlich Dynamik reinkommen kann und wo sich jeder, der hier zuschaut, hinsetzen kann und sagen kann, wie ist denn mein Setup, was möchte ich hier in welchem Sinne traden. Wer jetzt beispielsweise sagt, hier ist nach unten hin für mich nicht mehr genug Platz, aber wenn hier unten tatsächlich eine Umkehr wieder reinkommt, legt er sich auf die Lauer, alles schick. Wer das Ganze traden möchte und sich sagt, ich warte mal jetzt ab, ob hier eventuell etwas an Korrektur kommt, und wir traden das in den kleinen Zeiteinheiten, in den 5 Minuten beispielsweise, und dann den Rücklauf von oben nach unten, da ist alles möglich. Deswegen schauen wir uns halt immer wieder auch solche Trades oder Trading-Möglichkeiten an, die wir hier im Sinne von dem Trend mit traden können, wo wir immer wieder auch gute Einstiegspunkte bekommen können, die der Markt uns dann gibt und uns zum Trading, ja, weiter reichen kann. Auch diverse Zeiteinheiten sind hier immer möglich. Wie schon gesagt, wenn diese Linie hier unten bricht, ist das Potenzial definitiv gegeben, dass wir hier in den Support reinlaufen. Bricht der, dann ist natürlich nach unten auch deutlich was offen. Das werden wir uns dann auch in Zukunft anschauen, je nachdem, wie der Markt sich hier verhalten wird. Und damit gehen wir rüber zur zweiten Währung für den heutigen Montag, und das ist Australdollar, US-Dollar hier an dieser Stelle. Das Ganze wie immer auch, oh wow, das ist irre, Entschuldigung, das ist Wahnsinn, wie das wieder funktioniert hier. Im Widerstand bricht das Teil runter. Krass. Also, wir haben hier einen schön laufenden Abwärtstrend mit einer massiv tiefen Bewegung. Ja, Korrektur hier. Also, die letzte Bewegung hat ja unten raus nicht mehr ganz so viel gebracht. Und jetzt sind wir weit, weit, weit in die Korrektur hineingelaufen. Wir sehen hier oben das letzte Korrekturhoch um die Marke von 0,702. Da sind wir definitiv drüber gelaufen am Freitag. Hier ein ganz kleines Stückchen, also mitten rein. Und jetzt kommt der Bruch nach unten weg und die Anlaufpunkte stehen natürlich auch da. Ja, was soll ich sagen an solchen Stellen? Es ist halt schön, wenn wir das Ganze gut zum Traden nutzen können, indem wir einen Blick in die untergeordnete Zeiteinheit werfen, weil da sehen wir schön den Trend. Ja? Also Sie wissen ja, ich schaue mir immer die Trends an, weil die meisten Handelssignale, die arbeiten halt mit Trends, und wenn ein Trend entsteht oder gebrochen wird, dann hat das halt gewisse Auswirkungen. Das löst dann auch gewisse Aktionen bei anderen Händlern aus, die sozusagen auch mit Trends arbeiten. Das macht das Ganze halt so schön planbar. Ja? Das sind auch Inhalte in den Ausbildungen, die ich regelmäßig gebe. Und das ist halt etwas, was wir hier wieder par excellence jetzt sehen. Ich mache das mal kurz kleiner. Schaut euch das mal an. Hier, sehr, sehr schön. Das ist der Aufwärtstrend, den wir hier schön am Laufen haben. Seht, der Markt hat sich hier schön nach oben geschwungen. Hier unten hatten wir das letzte Korrekturtief in diesem Bereich. Markt hat das Ganze jetzt gebrochen und wir sehen, es läuft schön dynamisch nach unten. Jetzt die Frage, wie geht es weiter? Das heißt, wenn die Umkehr auch bestätigt wird, müssen wir uns natürlich, wenn wir short gehen, die Frage stellen, wer verkauft denn nach uns? Und da können wir uns schon gut und gerne mal immer wieder auch am Markt orientieren. Das heißt, wenn wir uns hier innerhalb dieses Aufwärtstrends miteinander beschäftigen, dann haben wir halt gewisse Marker, die wir immer wieder sehen. Und das sind dann halt solche Bereiche, wo die Orders auch angelaufen sind. Das sind Bereiche von den entsprechenden Korrekturtiefs, die wir liegen haben, und wir sehen es auf dem Weg nach unten. Da gibt es doch noch einige davon, wo wir einfach sehen, wenn der Markt tatsächlich weiter runterläuft, da gibt es einiges an Anlaufpunkten mit viel Potenzial, die wir da haben. Auf Tagesbasis sehen wir das Ganze dann natürlich auch an den Tagestiefs, wo solche Marken auch immer reingestellt werden, wo ich hier beispielsweise diese grünen Marken reingepackt habe in diesen Bereichen. Also da gibt es eine Menge, auf die die anderen Marktteilnehmer schauen, was uns dann natürlich einiges an Potenzial auch ermöglicht, das Ganze hier mit zu traden. Das hier aus dem Tageschart heraus. Mittelfristig muss man das Ganze natürlich auch betrachten. Es kann ja sein, dass wir aus so einem ganz tiefen Rücklauf auch noch einiges an Dynamik nach unten bekommen. Und das sehen wir halt, wenn wir uns das ganz große Bild mal anschauen. Der Markt ist ja schon längerfristig abwärts gerichtet. Das letzte Trendtief haben wir hier bei 0,67247. Durchaus denkbar, dass wir hier unten auch mit ranlaufen oder auch drunter durchlaufen. Das heißt, wir sehen auch hier für die Zukunft doch möglicherweise noch einiges an Potenzial, was dann der Markt noch mit abholen kann. Schön zu sehen, wie gut das Ganze funktioniert. Damit fertig mit den Handelsideen und wir gehen dann gleich mal noch in die Wunschmärkte rein. Wie schon gesagt, wir haben jetzt hier noch Gold, ähnlich wie im Silber, werden wir gleich sehen. Und wir schauen jetzt natürlich nochmal, wie sich der DAX verhält, nachdem er mit einem deutlichen Upgap geöffnet hat aus den Nachrichten hier raus. Das schauen wir uns dann in Kürze an. Erstmal gehen wir nochmal rüber zum Goldmarkt hier. Der Goldpreis auch weiter dynamisch nach unten in die Korrektur. Wie soll es auch anders sein? Ja, das Geld fließt nun mal von A nach B und wenn das Risiko einfach nicht mehr abgedeckelt werden muss an den Aktienmärkten, weil es ordentlich in die Hochrichtung läuft, also auf steigende Notierungen, wenn die Unsicherheitsfaktoren weg sind, dann geht es natürlich definitiv rein in die entsprechende Korrektur. Das heißt, Gold wird jetzt nicht mehr so gern gewollt und wir sehen es halt hier an dieser Stelle auch. Wir haben jetzt hier einen nach unten trendenden Markt, heute auch weit schon reingelaufen. Wir sehen es hier, der Abverkauf hat schon begonnen am Freitag. Wir haben es hier oben ja liegen gehabt. An diesem Tageshoch haben sich keine Händler mehr gefunden auf der Käuferseite. Die haben dann also deutlich den Abverkauf gemacht. Hier haben wir das massive Gap nach unten. Das ist übrigens, ich hoffe, ich holper hier jetzt nicht so schnell durch, aber erfahrungsgemäß ist es sehr gut, wenn man sich sowas auch auf die Watchlist legt. Das heißt, entweder man tradet heute die Dynamik noch nach unten, ne? Wir haben ja auch manchmal deutlich längere Kerzen, wobei man muss halt einfach auch sehen, was heute hier schon weggegangen ist. Aber ich sage an der Stelle auch immer, nichts ist unmöglich. Ja? Trotz, dass wir hier mittlerweile schon eine Kerze haben, die doch schon etwas mehr Ausmaße hat, wenn man das mal mit den anderen Kerzen hier vergleicht, steht überhaupt keine Frage im Raum, dass es doch noch deutlich weiter nach unten gehen kann. Das ist das eine, muss man immer wieder im Kopf behalten. Das andere allerdings ist Folgendes. Wir haben jetzt hier eine schöne dynamische Abwärtsbewegung. Man nennt das, wenn es weiter so geht, eine dynamische Übertreibung. So, das können Sie sich so vorstellen, dass sich sozusagen die Bewegung oder die Korrektur, die dehnt sich immer weiter auseinander, wie so ein Gummiband. Und entweder das ganze Gummiband reißt dann, das heißt, dann würde im Chart so aussehen, dass der Gold halt seinen Abwärtstrend beispielsweise bricht und ins Bodenlose fällt. Oder aber, und das ist das, was an den Märkten wahrscheinlich deutlich öfter passiert, als dass so ein Gummiband reißt, dass wir halt einen ziemlich starken Rückschnapper bekommen. Das heißt, das Ganze hier überdehnt sich irgendwann und irgendwann sind halt keine Verkäufer mehr da, nur noch die Käufer. Und wenn die dann da sind oder die Verkäufer Kasse machen, dann müssen die ja auch auf die Käuferseite wechseln, dann kommt es oft zu solchen dynamischen Rückschnappern und die kann man sehr schön nutzen. Schauen wir uns nochmal Gold an. Gold hat hier auch eine hervorragende, massive Bewegung nach oben gemacht und wenn wir uns jetzt mal diese Tiefs anschauen, dann sind das mit hoher Wahrscheinlichkeit halt auch Korrekturtiefs in diesem laufenden Aufwärtstrend, den wir hier in der Stunde gesehen haben. Der ist jetzt natürlich schon längst gebrochen, aber das sind natürlich potenzielle Punkte, wo es reinlaufen kann. Das heißt, was wir jetzt hier definitiv schon gesehen haben, ist, dass dieser Markt nach unten trendet. Also wenn man es jetzt technisch mal richtig betrachtet, dann sind wir hier ja in der Situation, dass wir nach unten gelaufen sind und hier an dieser Stelle, wenn man es fachlich richtig macht, haben wir hier schon ein neues Tief bekommen, dann ist es wieder rausgegangen. Das heißt, das sind so die Punkte, wo die Händler immer überlegen. Aber wenn man es einfach ein bisschen entspannt sieht, dann hat man hier die entsprechende trendige Lage. Der Markt trendet nach unten, hat hier auch wichtige Punkte und jetzt sieht man es halt, man ist halt schon ordentlich weit in die Bewegung reingelaufen. Ja? Und nach unten hin haben wir jetzt hier das nächste Korrekturtief schon so gut wie erreicht. Das haben wir hier am Low ungefähr um die 1382 Dollar Marke und der nächste Punkt, den wir hier erreichen können, ist dann, wie schon gesagt, dieses Support-Level hier. Da zoome ich nochmal kurz rüber in den Tageschart. Hier haben wir es liegen. Das wäre die wichtige Marke, als hier dieses Hoch rausgenommen worden ist. Und das ist ja auch hier unten dieser Bereich, als der Aufwärtstrend sich hier fortgesetzt hat. Da ist noch viel Platz, da kann noch einiges kommen und das muss man auf alle Fälle auch auf der Uhr haben. Hier ist halt viel Dynamik gewesen nach oben hin und das könnte durchaus auch viel Dynamik zur Unterseite her auslösen, wenn plötzlich ein ganz, ganz starker Abgabedruck am Goldmarkt kommt. Das heißt also hier mit schön im Auge behalten und wer das Ganze schön mit traden möchte oder aber beobachten möchte, wie der Markt sich hier an solchen Stellen auch verhält, ja, der schaut dann einfach rein in die kleineren Zeiteinheiten, zum Beispiel in die 15 Minuten und dann sieht man, wenn man sich diese kleineren Zeiteinheiten anschaut, auch sehr, sehr schön und vor allen Dingen auch schnell, wenn so ein Trend auch rumdreht. Ne? Wir haben ja hier den Spike gehabt, den Spike laufen wir jetzt auch wieder an. Übrigens bei dem Thema Spikes auch etwas immer wieder gut zu sehen. Viele Spikes werden noch ein zweites Mal angelaufen. Also egal ob jetzt nach oben oder nach unten. Wir sehen das sehr, sehr häufig an den Märkten, dass diese starken Spikes nach unten, durch was auch immer initiiert, noch ein zweites Mal angelaufen werden. Und wenn es jetzt bricht, wie schon gesagt, setzt sich das Ganze hier fort. Wenn allerdings hier unten Stärke reinkommt, dann hat man gute Chancen, hier in den kleineren Zeiteinheiten erstmal ein Stück weit nach oben zu laufen. Und dass das hier auch so kommen kann, ist durchaus möglich, weil wir halt in eine weite Bewegung reingelaufen sind. Hier hat man so ein schönes Korrekturmuster gehabt, da gucke ich ja auch jeden Morgen drauf, wie das Ganze läuft. Hier diese, sage ich mal, Kanal, dieser leicht aufwärts laufende Kanal, den wir gehabt haben. Und wie schon gesagt, das steht jetzt weit, weit, weit in Bewegung und wenn es rumdreht, sollte es so kommen, wobei heute kein normaler Handelstag ist, wenn wir uns diese Gaps auch in den großen Indizes anschauen, dann haben wir hier gute Karten, möglicherweise einen kurzen Rückschnapper zu bekommen, dass dieser Trend sich dann weiter auch nach unten entwickeln kann. Da müssen wir einfach nur uns auf die Lauer legen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal im DAX an. Wir sehen aber auch nicht nur, der DAX ist mit einem ordentlichen Gap nach oben eröffnet oder in den Tag reingegangen, sondern auch die US-Märkte. Aber wir schauen hier auf den DAX, unseren Heimatmarkt, und wir sehen, wo wir direkt reingelaufen sind. Wir haben ja im großen Bild der letzten Woche schon gesprochen, wir müssen hier oben so ein kleines bisschen aufpassen, was passiert. Ein Abprall wäre nicht ganz so gut gewesen aus reiner charttechnischer Sicht. Jetzt sind wir ordentlich drüber gelaufen und das ist natürlich schön zu sehen. Und wir zoomen mal kurz etwas kleiner hier rein in das ganze Bild. Wir sehen es, wir haben hier oben den nächsten Widerstand schon liegen bei 12.600 Punkten. Da ist der Markt jetzt schon reingelaufen und wenn er sich jetzt erstmal über diesen Widerstand hier 12.047 etablieren kann, wäre das sehr, sehr gut. Wenn er gleich auch drüber geht, ist das auch eine schöne Bestätigung und dann hätten wir hier oben als nächsten Anlaufpunkt im Chart hier oben, da haben wir die nächste Marke liegen um den Wert von, was haben wir hier oben, knappe 12.000, naja, bald sind es 12.900 Punkte, die da oben drin stehen. Das ist natürlich schön zu sehen. Das gibt jetzt viel, viel, viel Potenzial in diesen Bereich oben rein und das ist natürlich schön zu sehen, weil wir hier die Long-Richtung jetzt wieder präferieren können, zumindest wenn die Dinge, die der Markt jetzt hier in diesem Schritt mit einpreist, auch Berechtigung haben und das Ganze hier nach oben die potenziellen Käufer weiter mit in den Markt hineinzieht. Das sehen wir hier heute sehr, sehr schön im DAX, wie auch in den anderen Indizes am US-Markt. Haben wir es ja schon gehabt. Wir können uns das Ganze auch einfach mal hier in Japan anschauen. Das haben wir ganz genauso. Entschuldigt, wie der Chart hier ausschaut, aber ich denke, es ist für jeden ersichtlich, hier auch ein Gap und der Markt läuft wirklich sehr, sehr, sehr stark mit nach oben. Und das sind die schönen, positiven Überraschungen, die wir als Trader immer wieder gut für die Portfolien mitnutzen können. So, damit würde ich sagen, danke für die Zeit heute Morgen. Weitere Fragen sehe ich nicht. Ab morgen geht es auch in GoToWebinar weiter. Die Session, die letzte Session ist ausgelaufen gewesen. Das heißt, es gab einen neuen Link an dieser Seite und damit kann sich jeder, der hier auf Facebook auch zuschaut, gerne auch auf der GoToWebinar-Seite mit anmelden. Den Link haben wir gepostet auf der Seite hier, auf der Website von Tickmill. Nein, nicht die Website. Es steht auch auf der Website von Tickmill. Ich kann es mal ganz kurz zeigen, beziehungsweise auch dann in Facebook. Das heißt, für jeden, der sich anmelden möchte, ich hole es nochmal ganz kurz rüber, hier auf der Website von Tickmill, da ist sie da sehen wir auch immer alle Informationen rund ums Trading hier. Das Ganze mit mal auch einfach anzuschauen, und wer hier in die ganzen Webinare morgens mit reinschauen möchte, der klickt einfach auf die Webinare, und ich nehme mal an, morgen, spätestens übermorgen, haben wir hier auch auf der Website wieder das geplante Webinar draufstehen. Da kann man dann draufklicken und sich auch für die Go-To-Webinar-Reihe entsprechend mit anmelden. Das der kleine Hinweis dazu, und an diesem Punkt jetzt zurück in den Handel. Guten Start in die Woche. Bis morgen. Tschüss.